Herzlich willkommen hier in der Kirche von Marschalligen Zimmern und irgendwo im Zimmer am Fernsehgerät. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein darf, diesen Gottesdienst zu halten. Ich bin eigentlich der Ersatz vom Ersatz. Wenn zwei Leute ausfallen, dann fragt man den dritten und ich hatte tatsächlich frei und ich habe gedacht, Marschalligen Zimmern war immer schön. Und ich komme nach Marschalligen Zimmern, auch wenn hier diese Wand anders geworden ist. Wir wollen uns heute Morgen auch grüßen mit dem Wochenspruch für die kommende Woche. Er kommt aus der Geschichte vom Zachäus. Und dort sagt Jesus, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er kommt, er sucht. Und er hilft, damit wir das Ziel unseres Lebens erreichen. Und im Namen Jesu wollen wir auch diesen Gottesdienst beginnen und gestalten. Amen.
Wir hören die Schriftlesung heute aus dem Brief von Paulus an die Gemeinde in Philippi. Die Worte kennen wir alle, herrliche Worte, mit denen sollen wir tagtäglich leben. Er schreibt den Christen in Philippi: Freut euch in dem Herrn allezeit. Nochmal will ich sagen: Freut euch. Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte mit Danksagung vor Gott laut werden. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wir hören das nächste Lied. Noch dunkel, wüst und leer, nur
Herr, ich möchte dir dafür danken, dass wir ein Teil von deinem großen Plan sein dürfen und dass du einen Plan für jeden von uns hast. Du kennst uns und weißt, wie es uns gerade geht. So wie wir sind und uns gerade fühlen. Genauso dürfen wir vor dir sein. Hilf uns loszulassen, was uns daran hindert, dir zu begegnen. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du uns keine Minute, keine Sekunde allein lässt. Danke, dass du hier bist, an diesem Ort, an diesem Morgen. Amen.
glaube gern an Jesus. Warum? Die Frage kann man traditionell ganz schnell beantworten. Einmal kann ich sagen, weil er mir meine Schuld vergibt, weil er mir neues Leben schenkt, weil Jesus mir durch den Glauben die Ewigkeit zusagt und weil er mich durch das alltägliche Leben begleitet. Alles wunderbar. Und es genügt wirklich tausendmal, um meinen Glauben zu begründen, warum ich an Jesus Christus glaube. Aber vielleicht gibt es doch noch ein paar andere Gründe, ganz persönliche Sachen, wo man sagt, ich glaube gern an Jesus und dann kommt eben dieses. Wir Menschen sind ja so verschieden. In den Genen sind wir verschieden, die Begabungen, die Prägungen. Dann haben wir die Traditionen ganz verschieden und die Erfahrungen sind auch verschieden. Selbst in der eigenen Familie ist das so. Ich bin aufgewachsen mit zwei Schwestern, eine älter, die andere jünger. Die beiden Schwestern sind anders als ich. Und ich bin anders als meine beiden Schwestern. Und trotzdem, dass wir so verschieden sind, gehören wir zusammen und sind und bleiben Familie. Auch wenn man erbt, man bleibt Familie. In einer Ehe ist es genauso. Jetzt bin ich 47 Jahre mit meiner Frau Waltraud verheiratet. Und wenn man so hineinschaut, dann sieht man, man hat sich doch enorm angepasst. Enorm angepasst. Und trotzdem gibt es manchmal Situationen, da fühlt sie oder ich anders, denkt anders. Und wenn es dann nicht so kommt, dann ist man gekränkt. Und gerade hier gilt es ja, Verständnis und Liebe füreinander, das ist Ehe. Und wie in der Familie und der Ehe die Personen unterschiedlich fühlen, denken und handeln, so ist es auch, glauben Sie mir, so ist es auch im Glauben. Nicht anders. Auf viele Art und Weise kommen Menschen zum Glauben. Nicht nur auf eine Art. Und auf viele Art und Weisen wird auch der Glaube anders gestaltet, sehr individuell. Aber eines ist bei allen gleich oder sollte gleich sein. Die sagen, wir glauben gerne an Jesus, nämlich dass Jesus 100% die Glaubensmitte ist und die Glaubensmitte bleibt. Drumherum kann es ganz anders sein. Ganz anders. Zum Beispiel, ich fand zum Glauben durch einen sehr lebendigen Jugendkreis. Und diese jungen Leute, die etwas älter waren damals als ich, heute natürlich immer noch, die hatten so einen ansteckenden Glauben, dass ich mich bekehrte. Und es hat mich gepackt. Also der Glaube der anderen hat mich gepackt und das war meine Bekehrung. Ich habe einen Kollegen, der war wie ich Missionar. Der sagte zu mir, Walter, bei mir war es ganz anders. Ich bin in den Glauben hineingewachsen. Richtig durch meine Familie, durch meine Eltern in den Glauben hineingewachsen. Ich kann nicht sagen, ich habe mich bekehrt. Ich habe, glaube ich, immer schon geglaubt. Und er wurde Missionar, ein guter Missionar. Also ein ganz anderer Weg. Ich habe einen türkischen Christen gehört, wie er aus seinem Leben berichtete. Er war Koranstudent in Pakistan. Und plötzlich hatte er nachts einen Traum und er sieht Jesus und Jesus redet zu ihm. Und dann sagt er zu uns allen, die ihm zuhörten, und das hat mich so gepackt, das hat mein Leben geändert, auch direkt im Islam drin. Ich konnte nicht mehr anders. Ein ganz anderer Weg zu Jesus. Und dann noch eine nette Geschichte, die ich gelesen habe. Vor einigen Jahrzehnten, ja über 100 Jahre schon, da gab es den Evangelisten Dwight Moody, ein amerikanischer Evangelist, feurig und gewaltig. Und der wurde überall eingeladen in der ganzen Welt. Und er kam nach England und hat dort auf den Straßen Londons gepredigt. Und die Leute kamen, die Straßen waren verstopft. Und da war ein Arzt in London, der machte einen Patientenbesuch, musste dorthin.
Er hat den Patienten besucht und als er ihn verließ, nur noch Menschen, Menschen. Was ist denn da los? Dann drückte er sich durch die Menschenmassen und dann stand er plötzlich vor der Tribüne, mitten auf der Straße in London und der Moody, der predigte. Und dann blieb er stehen und hörte sich die ganze Sache an. War eine gute Predigt, hat ihn nicht so sehr beeindruckt. Und da hat er Amen gesagt und hat gesagt, so unser Herr Pastor, unser lieber Bruder, der betet jetzt noch. Und er hat gebetet zum Schluss, das Schlussgebet, und hat gebetet und gebetet ohne Ende. Ohne Ende, kann man sich vorstellen. Und der Moody sagte plötzlich ganz cool in das Mikrofon hinein, solange unser Bruder noch betet, werden wir nun das Schlusslied singen. Und der Arzt, der viel Christliches mitbekommen hat, der war so beeindruckt von dieser coolen Art von Moody, dass er sagte, wenn der Glaube so sein kann, dann möchte ich auch glauben. Und er wurde dann Missionarsarzt in Neufundland. Ich glaube gerne an Jesus. Warum? Weil ich sehe, Jesus, er presst mich nicht in ein System hinein, sondern er geht auf die Verschiedenheit ein. Die Verschiedenheit von jedem Einzelnen. Und jeder Einzelne darf den Glauben fassen mit Jesus im Mittelpunkt, aber doch ganz anders erleben und erfahren wie andere. Zum Beispiel die stille Zeit. Ich mache mit meiner Frau jeden Morgen, bin ja Rentner, da geht es wunderbar, jeden Morgen stille Zeit, dann lesen wir die Bibel und wir beten. Also es ist gut, wenn wir stille Zeit machen. Im Jugendkreis damals, als ich dort war, hat es gesagt, morgen stille Zeit, du liebe Zeit morgens, das hat nie geklappt. Hat man abends gemacht und abends hat es oft auch nicht geklappt. Gut, gibt es da eine Regel, 1, 2, 3 und wenn nicht, dann bist du kein guter Christ. Nein, morgens oder abends, hat Jesus nie gesagt, aber dass wir eine stille Zeit haben sollen, mit ihm beten, mit oder ohne Losungsbuch, dass wir das Losungsbuch lesen und dann darüber nachsinnen oder ein Andachtsbuch, dass wir eine bessere Handhabe haben, ein Stück aus der Bibel lesen und dann, was das Andachtsbuch sagt, welches Andachtsbuch? Lutherbibel? Oder eine andere Bibel, was ist jetzt wichtig, ist, dass es ganz genau vorgeschrieben, nur die Lutherbibel von 1912. Oder kann man auch eine moderne Übertragung oder Übersetzung nehmen. Und wenn wir dann beten, wie sollen wir beten? Hat Jesus uns das vorgeschrieben? Können wir einfach sitzen bleiben und beten? Oder müssen wir hinknien und beten? Ist das ein Gebet mehr wert als das andere? Oder sollen wir eine Gebetsliste haben, dass wir etwas nicht vergessen, alles immer aufschreiben und dann jeden Morgen abhaken, ich habe gebetet? Oder sind wir ein ganz anderer Typ, dass wir sagen, ich mache spontan, was Gott mir in meinen Kopf hineingibt, jetzt in diesem Moment, für das bete ich. Ja, stille Zeit, und wenn ich jetzt so die einzelnen Fragen würde, ja, einen Fragebogen mitgeben, da würde bestimmt so viel Unterschiedliches herauskommen. Und bei aller Unterschiedlichkeit, aber eines, Jesus ist und bleibt die Mitte. Und so ist es, Jesus ist und bleibt die Mitte. Aber das andere drumherum, das darf auch individuell gestaltet werden. In den Jesus-Geschichten, die wir kennen aus dem Neuen Testament, da ist Jesus immer der Mittelpunkt. Das soll so auch sein. Und das ist auch richtig so. Und wenn wir diese Geschichten sehen und lesen, und bei mir ist es so, ich lehne mich dann manchmal zurück und ich sage meiner Frau Waltraud, stell dir vor, das wäre heute so. Wie würde das ablaufen? Dann kribbelt es richtig. Aber wenn man es dann so liest nur, dann ist halt gelesen. Nein, wenn man sich vorstellt, wie wäre es heute und ich wäre dabei. Ja, Jesus kümmert sich individuell um jeden Einzelnen. Er geht nie vor mit einem Schema F, so muss es sein. Sondern er schneidet sein Programm für uns auf jeden Einzelnen zu. Er die Mitte, 100%, wie bei den anderen, da gibt es nichts zu rütteln. Jemand sagte mal, Gott kümmert sich um den einzelnen Menschen
wie wenn er seine einzige Sorge wäre. Dieser Satz, ach, der ist so erfrischend. Das muss ich vorstellen. Gott kümmert sich um dich, Gott kümmert sich um mich, wie wenn ich, wenn du seine einzige Sorge wäre. Das ist doch herrlich. Und dann kennt er uns mit allen Facetten und er liebt uns ganz, nicht nur halb oder ein wenig. Klopft uns nicht nur auf die Schulter, sondern nimmt uns ganz in die Arme. Das ist doch herrlich. Einige Beispiele aus der Bibel. Wie Jesus Menschen begegnet, ganz verschieden. Der Bartimäus war blind und dort sitzt er. Und Jesus kommt vorbei, eine riesen Menschenmenge mit ihm. Und er ruft und schreit laut: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus bleibt stehen und sagt, holt ihn her. Und dann steht der Blinde vor ihm und Jesus fragt ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Jesus hatte genau gewusst, warum das der ruft. Der möchte doch wieder sehen, der möchte gesund werden. Aber nein, ganz barsch sagt das, was willst du, dass du so ein Geschrei machst und mich rufst? Und der Bartimäus sagte, dass ich sehend werde. Und jetzt kommt etwas, Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen, geh. Und er hat gesehen. Was war das für ein Glaube? Dass er dahinter Ecke ganz laut gerufen hat, bitte hilf mir, du allein kannst mir helfen. Mehr nicht. Und Jesus heilt ihn. Eine andere Krankenheilung, ganz, ganz anders. Am Teich Bethesda, da sitzen viele um den Teich Bethesda und alle sind krank und jeder hofft auf den Wunder. Man sagt, wenn das Wasser sich bewegt und der Erste, der hineingeht, der wird dann gesund. Und Jesus geht inkognito, also zu diesem Teich Bethesda. Und dann setzt er sich zu einem Kranken. Und der Kranke weiß nicht, dass es Jesus ist. Der erzählt ihm einfach seine Geschichte. Und er sagt, und ich hoffe auf ein Wunder, aber wenn das Wasser sich bewegt, ich bin nicht so schnell, ich komme nicht als Erster rein. Ich habe keine Chance. Und Jesus sagt ihm, nimm dein Bett und geh heim. Und er steht auf und geht heim. Interessanterweise, Jesus hat nicht gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Hui. Er hat nicht gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Und der Kranke hat sogar in seiner großen Freude vergessen zu fragen, ja, wer bist du eigentlich, der mich gesund gemacht hat? Eine andere Geschichte, wo wir sehen, dass Jesus ganz individuell auf Menschen, auf uns persönlich eingeht. Ein Leprakranker sagte zu Jesus, ganz frech würde ich sagen, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Es liegt bei dir, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte seine Hand aus und sagte, ich will's tun, sei rein. Kann man sich gar nicht vorstellen. Auch da, wo steht der Glaube? Doch, natürlich glauben wir da, wenn du willst, dann kannst du es. Aber so, diese Befehlsform, wenn du willst, bitte tu was. Und Jesus sagt, ich will's tun, komm. Ich mache dich gesund. Und dann wieder eine andere Geschichte. Am Stadttor von Nain, da trifft Jesus auf einen Leichenzug. Eine Witwe trug ihren einzigsten Sohn zu Grabe. Und Jesus kommt dazu mit seinen Jüngern und vielen anderen und er war tief berührt. Und dann geht er zu dieser Witwe hin und sagte zu ihr, weine nicht. Er trat dann zu dem toten jungen Mann und sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Der Tote richtete sich auf und fing an zu reden und Jesus gab ihn seiner Mutter. Auch hier wieder ganz anders, auch hier nicht. Dein Glaube hätte geholfen, sondern dieses tiefe Mitleid. Und Jesus hat geholfen. Liebevoll und individuell begegnet Jesus den einzelnen Kranken. Und so macht es auch mit uns, ob wir nun krank sind oder gesund sind. Er geht auf uns ein. Und er macht es gut mit uns. Und darum, bei Jesus fühle ich mich wohl. Ganz wohl. Und ich glaube gerne an ihn. Beispiel Jünger. Wir wissen ja, es hat viele Jünger gegeben. Einmal wird von 70 Jüngern geredet und wahrscheinlich noch mehr. Aber dann gibt es diese Zwölfergruppe, diese Kerngruppe von Jesus, die 12 Jünger, die dann nachher auch den Auftrag bekamen, das Evangelium in aller Welt weiterzusagen.
Und es steht in der Bibel, als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte 12 von ihnen. Also aus ganz vielen jungen Männern 12. Nach welchen Kriterien? Also wenn ich es gewesen wäre, ich hätte doch bestimmt nur solche genommen, die mir passen. Wo es keine Reibereien gibt. Bei Jesus war es wahrscheinlich anders. Waren die 12 frömmer, eifriger, treuer, bescheidener, begabter als die anderen? Nein, waren sie nicht. Was Jesus da herausgesucht hat, war querbeet von jedem etwas. Manchmal auch zu seinem Ärger. Einen waren großmaulig, die anderen hartherzig. Da gibt es Ehrsüchtige dabei, Untreue dabei. Und da fragt man sich, Herr Jesus, was hast du dir angetan mit dieser Truppe, die die Kerntruppe sein soll? Ja, Jesus sieht es anders als wir. Und wenn diese Kerle also für Jesus recht waren, dann dürfen auch wir ihm recht sein. Und er machte etwas aus ihnen, dann macht er auch etwas aus uns. Und das mag ich einfach. Und deshalb sage ich, ich glaube gern an Jesus. Ein Blick noch auf seine Kritiker. Also wenn Jesus unterwegs war, gab immer viel Kritik vom Establishment, von den Pharisäern. Pharisäer, das war eine Volkspartei. Eine fromme Volkspartei, die einen großen Einfluss gehabt hat im Lande. Jesus beruft den Levi zum Jünger. Levi, später heißt er Matthäus, hat dann auch das Evangelium geschrieben. Und dieser Levi, er macht ein schönes Abschiedsfest für seine Kollegen. Und Jesus selber ist mittendrin, freut sich, isst, lacht, erzählt Geschichten, erzählt von Gottes Liebe und so weiter. Wir wissen nicht genau. Aber auf jeden Fall, die Pharisäer, die haben Kritik daran geübt. Warum? Trinkt und esst er mit Zöllnern und Sündern? Das war eine Diskussion. Denn mit solchen Leuten hat sich ein frommer Mensch nicht abgegeben. Nicht abgegeben. Und Jesus sagt dann zu seinen Kritikern etwas ganz Hochinteressantes. Niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuen Wein soll man in neue Schläuche füllen. Und niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen, denn er spricht, der alte ist milder. Hey. Wenn ich recht höre, hat Jesus zu seinen Kritikern nicht gesagt, ihr seid Idioten, Dummköpfe, ihr habt kein Verständnis, sondern Jesus hat auch für seine Kritiker Verständnis. Der alte Wein, die alte Tradition, darin seid ihr geboren, da fühlt euch wohl. Der alte Wein ist euch lieber als der junge Wein. Ganz klar, das ist verständnisvoll. Das hat Jesus hier gesagt. Die Pharisäer waren in ihrer Tradition daheim. Das Alte war ihnen lieb und teuer. Und Neues haben sie nicht gewagt. Oft auch unsere Einstellung. Ich habe vorhin, glaube ich, mit jemandem besprochen oder gesagt, in meiner Jugendzeit, wir waren die Rebellen. Und die Älteren, die waren immer auf der Bremse gestanden, haben kritisiert. Und trotzdem ist das Neue gekommen. Und jetzt geht es weiter mit den nächsten Generationen. Und ich sage immer, Herr Jesus, ich möchte kein Bremser sein, sondern was wichtig ist für diese Generation, um sie für Jesus zu gewinnen, das soll getan werden. Auch wenn manche alte Traditionen kaputt gehen. Ich erinnere mich noch an unseren Jugendkreis. Wir haben dann plötzlich für unseren Jugendkreis eine Tischtennisplatte angeschafft. Eine gute, liebe, fromme, alte Frau, die rief ganz laut, solch ein Teufelszeug hat hier in diesem Gottessaal nichts zu suchen. So ist es. Der alte Wein, manche mögen eben den alten Wein, er ist milder, man ist daran gewöhnt. Aber es soll ja noch mehr werden. Nein,
Nicht die Tradition, sondern Jesus soll der Mittelpunkt sein. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Auch die Frage, wir sind evangelisch, evangelische Konfession. Und dann kommt die Frage, ist das die Rechte oder katholisch? Wenn ein Katholik zum Glauben an Jesus kommt, muss er dann evangelisch werden? Oder wenn ein Grieche aus der griechischen orthodoxen Kirche zum Glauben an Christus kommt, muss er dann evangelisch werden? Oh ja, da gab es viele Diskussionen und viele Kämpfe. Nein, ich habe mal gesprochen mit einer anderen Person noch, den Vorstand der Evangelischen Allianz in Spanien. Und er hat etwas Wunderbares gesagt. Er hat gesagt, in unserer spanischen katholischen Kirche, da kommen viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus, aber sie wollen in der katholischen Kirche bleiben. Und unsere Frage, ja, warum werden die nicht freikirchlich oder evangelisch? Nein, sagen sie, wir sind da drinnen geboren und wir wollen mithelfen, dass auch in der katholischen Kirche der Glaube, der persönliche Glaube an Jesus wichtig wird. Also jeder darf bleiben, wo er ist, aber mit Jesus Christus als Mittelpunkt. Für mich ein Argument mehr wieder, an Jesus Christus zu glauben. Was prägt unser Leben und unseren Glauben? Wir sind ja irgendwo geprägt und das merkt man dann auch. Furcht, Angst, Sorge, Pflichten. Es gibt viele Leute, die an Jesus glauben, aber die gedrückt werden von dem und man merkt es bei ihnen. Oder Vertrauen, Dankbarkeit, Mut und Freude. Ein Sonntagsspaziergang mit meiner Frau Wittendorf auf dieser Hochebene. Da laufen wir so richtig schön, tapfer und munter und plötzlich kommt von Leinstetten hoch unser Hausarzt. Bleiben wir stehen, schwätzen ein wenig und ich sagte, Herr Kaiser, wir müssen ja etwas tun für unsere Gesundheit. Und der Dr. Kaiser lächelte uns an und er sagte, nicht müssen. Es ist Freude, einen Spaziergang machen zu dürfen. Nicht müssen, Herr Stern. Es ist Freude, einen Spaziergang machen zu dürfen. Nicht müssen. Es ist Freude, an Jesus Christus glauben zu dürfen. So hatte er recht und so gilt es dann auch für den Glauben. Nicht verkrampfen, wenn wir an Jesus glauben. Es ist Freude, ihm zu vertrauen. Jeremia sagte mal zu den leidgeprüften und gebeutelten Leuten in Jerusalem, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Damals war Jesus noch nicht da, es war Gott der Vater. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und Paulus schreibt den Christen in Philippi, ich habe es vorhin in der Schriftlesung gelesen, freut euch in dem Herrn und abermals sage ich, freut euch. Und bei meinem alten PC, da hatte ich einen Sticker draufgeklebt, und auf dem Sticker stand etwas Wunderbares. Man darf auch mit einem fröhlichen Gesicht Christ sein. Man darf auch mit einem fröhlichen Gesicht Christ sein. Ich glaube gerne an Jesus, nicht aus Pflicht, nicht aus Angst, nicht aus Tradition, obwohl Tradition auch ganz stark mitgespielt hat, ohne Verkrampfung, aber mit 100% Überzeugung. Ganz persönlich und ganz individuell und zusammen mit anderen, die auch Jesus Christus im Mittelpunkt haben. In der Gemeinde, evangelisch, dann bin ich noch bei den lieben Zellern und in der weiten Welt war ich in so vielen anderen Gemeinden, habe Christen kennengelernt, tolle, tolle Menschen. Offen, immer für Neues, verständnisvoll, auch immer für den anderen. Und Jesus, nur Jesus als Mittelpunkt. Das wollte ich heute Morgen sagen. Als Ersatz für den Ersatz. Amen. Und jetzt hören wir ein Lied. Du schufst Herr unsere Erde gut, denn
lange Zeit her haben wir gehandelt unbedacht. Schöpfer Gott, erbarme dich über deine Gaben, deine Schätze nicht gewacht. Schöpfer Gott, erbarme dich. Du schufst Herr unsere Erde gut, denn die Erde ist ja dein. Sie zu bewahren, gib uns Mut, denn die Erde ist ja dein. Herr, anstatt zu trauen auf deine starke Wunderkraft, Schöpfer Gott, erbarme dich. Waren wir nur stolz auf alles, was wir selbst geschafft, Schöpfer Gott, erbarme dich. Du schufst Herr unsere Erde gut, denn die Erde ist ja dein. Sie zu bewahren, gib uns Mut, denn die Erde ist ja dein. Weck uns alle endlich auf, beende unseren Bau, Schöpfer Gott, erbarme dich. Weil sonst nach uns keiner mehr auf Erden leben kann, Schöpfer Gott, wir wollen beten. Kann man dazu aufstehen? Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du gekommen bist, um uns suchen und selig zu machen. Danke, dass du uns nachgegangen bist und immer noch nachgehst und Herr, jeden Einzelnen kennst und ihn auch findest. Danke, dass du eingehst auf unsere eigenen Bedürfnisse, auf unsere Lagen und Situationen. Danke, dass du nicht uns behandelst nach einem Schema F, sondern du nimmst uns in deine Arme und du liebst uns und wir gehören zu dir. Und wir wollen gerne zu dir gehören. Herr Jesus Christus, schenke uns weiterhin dieses Vertrauen zu dir. Stärke du den Glauben, du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und schenke, Herr, weil du so viel Liebe und Barmherzigkeit uns gegeben hast, damit wir auch offen sein dürfen für die anderen. Bewahre uns davor, dass wir Mauern und Zäune errichten, sondern schenke uns offene Arme, dass wir mit anderen Verbindung haben, die auch an dich glauben, dass wir anderen bezeugen können, dass du ein guter Herr bist, weil du so gut warst zu uns. Wir danken dir, dass du deine Gemeinde baust bis zum heutigen Tag. Du weißt auch um unsere Krise, in der wir gerade stehen. Und wir wollen dich bitten, nimm diese Krise und lass es eine große Chance werden für so viele Menschen, die nicht mehr dich kennen, die dich aus den Augen verloren haben oder die abgewandert sind zu irgendetwas anderem und vom Glauben nicht mehr wissen wollen. Herr, diese Krise zeigt uns, wie vergänglich und zerbrechlich wir sind. Und wir wollen dich bitten, dass viele aufwachen und den Weg zu dir wieder suchen. Und danke, dass du ihnen entgegengehst. Herr, erbarme du dich darüber. Und alles, was uns sonst noch bewegt, legen wir mit in die Bitte, die Jesus uns gegeben hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte setzen Sie sich wieder und wir hören wieder ein Lied von unserer guten Band. Möge Gottes Segen mit dir sein.
lässt dich nicht allein, wenn du nur verstehst, dass er mit dir zieht. Herzlichen Dank Ihnen, Herr Stern, für die Gestaltung des Gottesdienstes und für die frische und ermutigende Predigt. Herzlichen Dank auch an alle, die am Gottesdienst mitgewirkt haben, die Musikerinnen Janina und Jasmin, Techniker Mesner und so weiter. Der Gemeinde ist noch Folgendes mitzuteilen. Das Opfer ist heute für die Landeskirche, für die Diakonie bestimmt. Dazu habe ich folgendes Schreiben. Dranbleiben ist das Motto der diesjährigen Woche der Diakonie. Die Diakonie in Württemberg lässt nicht nach darin, Menschen zu unterstützen und mit ihnen gemeinsam Lösungen für in Krisensituationen zu finden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben dran, wenn Schulden drücken, der Konflikt in der Familie hartnäckig oder die Einsamkeit groß ist. Familien und Einzelpersonen sind in den vergangenen Monaten in Geldnot geraten und wissen nicht, wie sie notwendige Ausgaben bestreiten sollen. Die Diakonie ist da und hilft weiter. Wir freuen uns über viele Initiativen, die kreativ zupackend dranbleiben, um Menschen zu unterstützen, damit sie praktische Hilfe, Gemeinschaft und eine Perspektive für die Zukunft bekommen. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. So schrieb der Apostel Paulus in Galater 6, Vers 9. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung, Dr. H.C. Frank-Ottfried Juli, Landesbischof. Die Stunde der Bibel im Juni findet noch als Telefon-Bibeltreff jeweils mittwochs um 19 Uhr statt. Nähere Informationen erhalten Sie bei Marianne Dölker-Gruhler unter der Telefonnummer 07455 1660. Am kommenden Wochenende starten wir eine Arbeitsaktion rund um die Christuskirche. Zum Beispiel wird die Einfahrt gepflastert. Wir würden uns über Unterstützung sehr freuen. Am Freitag geht es um 9 Uhr los, also am Freitag, 25.06. geht es um 9 Uhr los. Da wären 4 Helfer prima. Am Samstag geht es ebenfalls um 9 Uhr los. Da könnte es dann auch deutlich mehr Helfer sein. Das Einzige, was ihr mitbringen müsst, ist Lust zu arbeiten und ein paar Arbeitshandschuhe. Wenn Sie nähere Informationen möchten, dürfen Sie sich gerne bei Reinhard Oelker melden. Das ist die gleiche Telefonnummer wie bei der Marianne Dölker-Gruhler. 1660. Vielen Dank im Voraus. Herzliche Einladung auch nächsten Sonntag zu unserem Gottesdienst, der auch wieder live übertragen wird, am 27. Juni um 10 Uhr mit Pfarrer Sven von Eiken. In diesem Gottesdienst werden Matteo Wöhr und Hanni Dölker aus Marschalkenzimmern getauft. Die Inzidenzzahlen erlauben es weiterhin, dass 31 Personen hier in der Christuskirche Marschalkenzimmern und 21 Personen zur Übertragung ins Michaelishaus kommen können. Wir freuen uns auf Sie. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie wieder bei YouTube oder Bibel-TV einschalten. Und wenn Sie, wenn es Ihnen gefällt, was wir machen, können Sie einen Daumen hoch da lassen und unseren Kanal abonnieren. Vielen Dank. Und nun bitten wir um den Segen für die vor uns liegende Woche. Wir wollen mit Jesus in die neue Woche hineingehen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche. Gehen Sie mit Jesus und behalten Sie Jesus im Mittelpunkt Ihres Lebens. Auf Wiedersehen. Ich bete an die Macht der Liebe. Ein wunderbares Lied.
Vielen Dank. Wir wünschen euch eine ganz tolle Woche. Möge Gottes Segen mit euch sein und bis nächsten Sonntag.